Die Temperaturen spiegeln es wieder. Es ist Sommer. Viele nutzen die Zeit für den Badbesuch oder einen Grillabend. Da gibt es aber noch andere Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Wie wäre es mal wieder mit einem Kinobesuch? Wir haben uns heute auf den Weg in den Filmpalast Astoria gemacht, um zu erfahren, was es da so Neues gibt. Ja, wir haben uns ganz sehr über deine Einladung gefreut, Mike. Und weißt du, was auch ganz toll ist? Wir sind aus der Bruthitze hier reingekommen. Es ist wunderbar klimatisiert hier bei euch im Astoria Filmpalast. Ja, wir sind auch ganz happy. Es gibt eine neue Klimaanlage und toi, 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 die funktioniert auch. Ich hoffe, dass er auch noch lange funktioniert. Und wir haben natürlich ganz viel Programm mit. Also wenn man direkt aus dem Schwimmbad kommt, aufgeheizt ist, kann man natürlich sich im Kino wunderbar akklimatisieren und dabei tolle Filme gucken. Das Programm jetzt im August und auch im September ist wirklich pickepacke voll. Wir haben am Sonntag eine ganz tolle Vorpremiere vom Gesang der Flusskrebs, eine ganz tolle Romanverfilmung, läuft vor dem Bundesstart bei uns. Wir haben die Ladies Previews am 17. und am 24.8. Da gibt es noch Resttickets. Auch eine sehr beliebte Veranstaltung. Eine ganz neue Reihe haben wir ins Leben gerufen, die nennt sich Film and Friends. Je mehr dazu kommt, desto günstiger wird der Preis. Es gibt bis zu 40% Rabatt, wenn man mit 10 Leuten kommt. Ist allerdings nur online buchbar. Der September ist geprägt durch Musik. Wir haben am 15. September sowohl Aha und auch David Bowie auf der großen Leinwand, also nicht live, aber in Dokumentation und Film über die Künstler. Und was ganz Besonderes sollten sich die Leute schon vormerken, das zweite Septemberwochenende, der 11. und 12. September, ist großes Kinofest. Das bedeutet, dass wir im Kino jeden Film, jede Uhrzeit, egal welches Alter, für 5 Euro anbieten und das Kino wirklich feiern wollen an den beiden Tagen. Also es ist am Ende für alle was dabei, für jung und alt. Genau. Und natürlich, was auch das Charmante ist, ich gehe ja ins Kino und nehme natürlich einen leckeren Drink und eine Tüte Popcorn mit. Genau, also die einen oder anderen werden es vielleicht schon festgestellt haben, wir sind dabei auch die Bar ein bisschen stärker zu frequentieren. Das heißt, es wird auch in der Zukunft möglich sein, am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag auch nochmal einen Drink an der Bar zu nehmen. Da sind wir dabei, das ein bisschen aufzubauen. Ist momentan urlaubsbedingt, Corona-bedingt nicht ganz so einfach. Sobald aber alle Mitarbeiter wieder an Bord sind, werden wir das natürlich ein bisschen forcieren, sodass man nach dem Film auch getrost noch einen Cocktail an der Bar nehmen kann. Das waren jetzt ganz viele Informationen auch über die Filme für uns. Wer es noch mal explizit nachlesen möchte, geht einfach auf eure Website. Genau, also unter zwickau.filmpalast.de und unter Events findet man alle Details zu den einzelnen Filmen, Trailer, die Angebote, die wir dazu haben. Und dort ist es wirklich möglich, sich noch mal Details anzugucken. Wir haben uns ja schon mal über die Thematik Vermietung unterhalten und das ist wohl recht gut angenommen worden. Also in der Tat, wir haben viele Nachfragen, was die Vermietung von Kinosälen angeht, sei es jetzt Geburtstagsfeiern mit einem ganz bestimmten Film oder sei es jetzt Einmietung von Unternehmen, Firmen, die den Kinosaal nutzen wollen, um dann halt auch mit ihrem Personal oder mit Kunden ins Gespräch zu kommen, Workshops durchzuführen. Das erfreut sich zunehmender Beliebtheit und das freut uns natürlich, weil wir damit auch den Vormittag im Kino ausnutzen können.